Willkommen zurück zu einer neuen Folge Formel 1 2021. Mit dabei ist natürlich wie immer Benny und wir fahren heute das Rennen in Baku. Hallo. Wow, 5 Runden halten die roten Reifen noch, das ist ja der Wahnsinn. Also ich habe es mir gerade mal angeschaut mit dem Quali. Und ja, sagen wir mal so, wäre ich früher nach links rüber gezogen, hätte ich eventuell durchpassen können, aber ja. Naja. Machen wir das mal so. Auf sowas achtet Wow, man die halt, wenn man alternative da. Strategie ist ja auch Premium. 5 Runden auf Rot, dann 10 auf harten und 11 auf weichen Reifen. Ja, also theoretisch, warte Also auf mal, ich muss mittleren. mal. Theoretisch, warte mal, wenn ich jetzt, wie kann ich ihn denn fährt? Ja. Theoretisch könntest du auch einfach auf Rot-Weiß fahren. Aber ja. Nee, danke. So. So, baller ich Sprit einfach so komplett nach. Ja, wobei sind minus 2,7 Runden. Ja. Ja, dann halt komplett nach unten ballern, wa? Mache ich jetzt mal nicht ganz, weil ich. Also hängt natürlich auch ein bisschen von der Strecke ab. Auf manchen brauchst du was mehr, auf manchen was weniger. Wobei, stimmt. Stimmt, Mal hast recht. gucken. Ich glaube. Ich nehme mal nur 2 Runden weniger. Ja, doch, ja, so 2 Runden weniger. Mit. Sicher ist sicher. Bei 2 Runden mache ich auch mal. Ich war bei 1,5 bis jetzt. Ah, so. Ja, so, 2 Runden sollten gehen. Nice, erstmal 2 Minuten Strategie rumspielen. Ja, sicher. Hallo, ist wichtig. Alter, ging das schnell. Ja. War ja gar nicht mit gerechnet. Das war jetzt nicht ganz so schlau. Aber Es hat ich bin vorbei. irgendwo Pock gemacht hinter mir, Alter. Ja, war ich. Ich habe ein paar Leute weggeschoben. Erstmal dicken Aber hey, Quersteher. ich bin Fünfter. Man muss nur wissen, wie man die Leute überholt. Okay, so nicht. Da hätte ich ihn auch wieder vorbeigelassen, wenn ich jetzt vorbeigekommen wäre. Ey, ich lasse ich aber nicht vorbei hier. Boah, aber ich bin ja jetzt mit den Flügeln leicht angeknackst. Was war das denn? Nur minimal oder schlimmer? Gelb, irgendwie so gelb-gelb-grün oder so. Ja, Also, okay. ja, wobei, man merkt es halt doch schon. Ja, okay. Was sagt er denn? Na komm, Änderung bestätigt. Fährst du in die Box, oder wie? Ja. Die Stop-Anzahl bleibt ja die gleiche. Also deswegen ist das jetzt, sag ich mal. Ja, okay, dann geht's. Alter, die beiden Mercedes sind gar nicht mal so langsam. Ach so. Echt? Ja, ist krass, ne? Ja. Irgendwas ist aber. Ach so. Hä? Okay, habe ich glaube ich gemacht am Start. Das war nicht ganz so klug. 5 Sekunden Strafe oder wie? Nee, aber 3 andere Leute sind auch noch in der Box, und zwar Ah. Perez und Lewis. Ich glaube, die waren auch vorne, weiß ich aber nicht. Es irritiert mich voll, dass unten rechts dieser Schraubenschlüssel rot leuchtet, wenn man zu wenig Benzin dabei hat. Ah nee, das Glaubensschlüssel. ist, wenn jemand in der Box ist, okay. Ja, Glaubensschlüssel. Ja, wenn der Teamkollege in der Box ist. Ja. Hab ich jetzt gerade auch gemerkt. Ich finde, die hätten den Schraubenschlüssel aus Worms nehmen können. Ja. Immer noch legendäre Szene. Ich habe sie immer noch genau vor Augen. Ja. Weiß gar nicht. Ich glaube, das war leider nicht in der Aufnahme, oder? Nee, das war privat. Ja, schade. Viele gute Sachen schon in Worms gehabt, die man besser auf OBS gehabt hätte, aber Oh ja. leider nein.
könnte jetzt auf Anhieb nicht. Shit, aus Anhieb jetzt nicht sagen, was die beste Szene aus Worms ist. Oh, es gab zu viele gute. Ja, genau, das ist nämlich das. Es ist auch leider, wir hätten gar nicht alles aufnehmen können, weil wir haben eine Zeit lang echt viel gespielt. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Da wäre uns gerade nichts zu dir. Ja, und die Kanäle auch. Also jetzt halt ja. Die Videos vollgestopft. Da hätten wir jetzt noch Videos für gehabt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber Worms ist halt auch ein extrem geiles Spiel einfach. Ja, wenn Gerd wieder irgendwann mal da ist, könnte man das ja auspacken dann mal wieder. Bin ich definitiv für. Braucht ein bisschen was zum Lachen. ETS-Konvoi können wir auch mal wieder fahren. Das ist ja jetzt mit KI und Konvoi-Funktionen, die auch richtig gut funktioniert. Ja, du, das wollten wir den einen Samstag machen, aber da gab es ja so ein Problem. Ja, genau. Genau am Samstag, vor dem wir das machen wollten, ist dann Gerds Keller vollgelaufen. Also Gerds Wohnung. Ja. Da war. Nicht so toll. Nee. So, irgendwie habe ich es gerade geschafft, Hamilton und Bottas zu überholen. Ja, aber die bekommen jetzt gleich DRS, also. Wobei Bottas nicht mehr. Aber Hamilton. Weil Bottas wird wahrscheinlich auch auf Hamilton DRS bekommen, dadurch Windschatten. Der ist im Moment ganz knapp aus dem DRS-Fenster raus, tatsächlich. Achso. Wir laufen Gefahr, dass uns während des Rennens der Sprit ausgeht. Geh mit dem, was du noch hast, bitte sparsamer um. Das heißt, früh vom Gas gehen und das Auto bis zum Bremspunkt rollen lassen. Wobei, ich habe tatsächlich jetzt immer noch minus 1,9. Vielleicht, naja, gut. Machst du nichts. Im Zweifel muss man halt mal auf den Mager stellen am Ende. Dann ist es halt so. Ist halt schwierig, da jetzt irgendwie zu wissen, was richtig ist und was nicht. Krass, meine Hinterreifen leiden sehr viel krass mehr als meine Vorderreifen. Schön. Ja, ist so gut entspannt. Ich hoffe mir ständig meine Hinterreifen anzuzeigen, wobei ich meinen kleinen Quersteher habe. Aus dem DRS-Fenster raus. Also nachdem die ersten zwei Runden echt stark gefahren sind, auch teilweise je nach Sektor ein bisschen weggezogen, lassen die jetzt doch nach. Box, wir kommen diese Runde rein. Ich hoffe halt, dass ich mir durch diesen Flügel-Dingens jetzt das nicht kaputt gemacht habe, dass ich da noch in die Punkte zumindest komme, vielleicht auch aufs Treppchen. Ich meine, im Moment bin ich 18. aber. Also Abstand zum Teamkollegen liegt bei 28,4 Sekunden. Das ist nicht wenig. Ich weiß nicht, wie viel man für einen Boxenstopp braucht. Das weiß ich leider auch nicht. Ich meine, du bist auf die Nein, auf nein, nein, nein! Och, fuck. Weil du bist auf den schnelleren Reifen, aber. Oh Mann, warum? More worst case, ey. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein.
Ey, was ist passiert? Okay, ja, alles klar. Flügel komplett geschrottet. Achso. Komm, ich bin vor der Minibox. Bringt mir zwar nichts, kommt trotzdem dahinter raus. Oh, da verbeißt dich mal. Bottas ist raus. Okay, pass auf dein Tempo auf. Uns wurde mitgeteilt, dass das Safety Car draußen ist. Es gab wohl ein Problem mit mehreren stehenden Autos auf der Strecke. Dann ist Bottas vielleicht dem Hamilton irgendwie draufgeraschelt, weil ich halt langsamer war, aber dennoch halt vor Hamilton. Und naja, möglich. Ich mache halt nicht einfach Platz, wenn er hinter mir ist, positionsmäßig. Möglich, das ist... Alter, das ist jetzt nicht wahr, ne? Wollt ihr verblödeten Spackos mir jetzt sagen, dass ihr alle an die Box fahrt und mir deshalb voll im Weg steht? Ich stand jetzt... Warte, ich kann dir gleich sagen, wie lange der Boxenstopp gedauert hat. Okay, jetzt habe ich, dass er da schon die Zeit ausbleibt. Es waren jetzt irgendwie 35 Sekunden oder so, oder 40. Ah, okay. Weil mir so ein Alpin-Spasti im Weg stand. Boah, willst du mich voll verarschen? Jetzt habe ich die... Boah. Im Ernst, ey? Und dann so ein scheiß Pech? Jetzt sind die Mercedes halt voll weg. Naja, der Mercedes. Ach so, ist ja nochmal einer. Schlimm genug. Wir ein wenig zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Hat allerdings den Vorteil, dass ich jetzt auf Mager stellen kann, ein bisschen Benzin sparen. Boah, jetzt muss ich die alle wieder überholen. Ich auch. Das ist an Traurigkeit nicht zu überbieten, ey. Muss ich auch. Wenn die wirklich alle in der Box waren. Ja, aber also fast alle. Ich glaube, vielleicht sind auch 2, 3 vorbeigefahren, aber die Box war voll, sag ich mal. Alles voll. Ja, alles voll. Oh Mann, ich war erster mit 2,5 Sekunden Vorsprung oder so. Das schon gleich wieder kommen. Ende der Safety-Car-Phase und ich drehe mich wieder instant, weil die Reifen kalt sind und der sofort Vollgas gibt. Hier auf einmal so Hartgas geben und dann wieder fast stehen bleiben. Ja, das ist echt krass. Alter, gibt halt noch mehr Gas. Und am Ende wieder voll in die Eisen treten, genau. Also ich mach grad nicht, ich lass einfach rollen. Keiner gesehen. Und ich habe mir gerade mein Flügel leicht angeknackst. Ja. Weil ich Quatsch gemacht habe. Wobei, weißt du was? Änderung bestätigt. Naja, als das in Safety Car jetzt reingeht, kann mir nicht passieren. Nein! Ach, wie ich es hasse! Mann, warum muss man denn immer direkt stehen bleiben? In jeder verfickten Scheißkurve. Ach Leute, ey, es ist so ätzende Kackscheiße.
Mann, leck mich doch. Das ganze Rennen wieder versaut. Alles im Arsch. Für die Katz. Och. Alter, willst du mich voll trollen oder was? Ich habe nochmal 5 Sekunden. Meine Fresse, ey. So ein Scheiß, ey. Wirklich. Verstanden. Geht in Ordnung. Ich hasse es einfach. Ach, guck mal. Oh. Alter, ich bin ja gleich eine Minute hinten, bis ich wieder aus der Box raus bin. Mann, es ist doch nicht wahr, ey, dass in jedem Rennen irgendeine Scheiße passiert, dass man es komplett wegschmeißen kann. Ja, jetzt stehe ich hier erstmal noch 10 Sekunden rum. Nee, ist auch alles entspannt. Ich wollte eigentlich sowieso mal alleine über die Strecke fahren. Hab die Strecke ein bisschen genießen. Ja, hammergeil. Losfahren, losfahren! Alter, ey, das war jetzt... Ey, so viel Worst Case geht doch gar nicht, ganz im Ernst. Geil, 45 Sekunden in der Box gewesen. Aber ich hatte ja auch sonst nichts mehr vor heute. Ey, das ist schon echt krass. Mann, ey, dieses Drecks-Safety-Car. Irgendwann schalte ich es einfach ab. Ist einem ja, wobei, jedes verschissene Drecksrennen versaut. Manchmal hat es halt auch Vorteile, ne? Wenn du halt wirklich ganz hinten bist und dann Safety-Car kommt, dann hast du halt auch, also... Ja, aber es ist halt komplett zum Kacken. Du hast noch ungefähr 30 Kilometer bis zur nächsten Kurve und dann bremsen die plötzlich auf 20. Wer soll denn damit rechnen, ey? Mann, das hat mir schon so oft alles versaut. Warum habe ich denn jetzt immer noch 5 Sekunden angeblich? Ich stand 10 Sekunden vor der Box rum und habe darauf gewartet, dass die Jungs loslegen. Fick dich mal. Ja, was war das denn jetzt? Okay, das habe ich jetzt aber nicht ganz verstanden, aber naja. Was ist passiert? Ich hatte gerade einen mega Quersteher. Ist was kaputt gegangen? Ich glaube nicht. Das ist ja gut. Hallo, ich hab doch... Ey, ich verstehe, also das mit dem ERS verstehe ich nicht, ne? 17,9 Sekunden. Hm? Mein ERS ist rot, obwohl ich noch 20 oder 26% über habe. Hm. Den Sinn dahinter verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Das ERS ist doch da, um Gas, also um, ne? Also... Ah, Einsatzlimit, man kann irgendwie nur... Bestimmt ein bisschen am schnellste Runde des Rennens gefahren. Keine Ahnung. Kann natürlich sein. Wirklich? Ja, okay, das war. Ach, die Strecke ist doch auch Müll. Weißt du was? Auf geht's.
Wir wurden informiert, Goal. Dass es einen Zwischenfall mit vielen Trümmerstücken auf ich der Ich habe das Gefühl, gab, dass die Autos, keine Ahnung, mittlerweile aus Pappe sind. Dafür gibt es ein Safety Car, also ich stehe doch nicht mal ansatzweise im Weg. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Ich hab mich da vor irgendeiner Kurve geradeaus hingestellt, also Notausgang oder sowas. Also eigentlich da, wo man. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, okay, ich habe das Gefühl, dass die Frontflügel einfach aus Pappe sind. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es krasser geworden ist in dem Spiel. Also man kann ja umstellen mit Simulation, da fällt er dir quasi nur wegen einem kleinen Windstoß ab. Das habe ich aber ja wieder zurückgestellt eigentlich auf, naja, so wie es vorher war, aber es scheint mir auch immer noch krasser zu sein als im vorherigen Teil. Verringere sofort dein Tempo. Autoschaden ist auf komplett. Ja, das ist normal. Ja. Und dann gibt es aber noch irgendwie mit Häufigkeit oder weiß nicht genau, wie es heißt. Aber irgendwie kann man auf jeden Fall noch einstellen, halt wie empfindlich der sein soll. Ja, wenn man das einstellen kann, wäre ja perfekt, weil, naja, ich sag's mal so, ich finde das jetzt ein bisschen sehr krass. Er sollte, also eigentlich, vielleicht habe ich da auch mich vorhin verguckt, aber ich glaube, ich hatte den tatsächlich schon wieder zurückgestellt von Simulation auf irgendwie anders. Ja. Also auf komplett ist er. Ah, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ich meine, es gab da noch mal eine extra Option, also Auto, mit der man das ein Auto einstellen kann. Autoeinstellungen ist das, aber das ist ja das Gleiche. Denke ich jetzt mal. Oh Mann, ey, aber wir sind definitiv die Safety-Car-Experten schlechthin. Wir schaffen es wirklich fast jedes Rennen. Daran, nee. Alles gut. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Alter, Jeff, geh mir doch mal nicht auf die Nüsse mit deiner Strategie. Die Strategie bleibt jetzt so, wie sie ist. Ich fahre nicht nochmal in die Box, das kannst du haken. Also schon noch, aber nicht jetzt. Tun wir aber jetzt keine harten Reifen. Ist bescheuert. Jetzt auf Medium. Never ever. Ich hatte vorhin bei 30%, habe ich mich schon weggedreht auf den Roten. Never halt in 15 Runden. Ich muss jetzt auch mal so ernsthaft mal sagen, im Moment merkt man doch schon, dass EA da irgendwie zumindest ein bisschen was mit zu tun hat. Fahrer vor mir. Okay, der Ach, guck mal, es funktioniert. Das war tatsächlich. 2, ja, okay. 4 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 2:14,7. Man merkt leider in dem Teil schon, dass EA da irgendwas, ein bisschen was zumindest gemacht haben muss. So krass wie es klingt, aber es sind einfach zu viele Bugs da und es kommen zwar Updates, aber die Bugs werden nicht behoben. Also ich kann ja mal hier nebenbei. Kann ich das Spiel wieder rot laufen lassen? Ah, nee, kann ich nicht. Weiß nicht genau, das war irgendwie. Also ich habe es zwar eigentlich so verstanden, dass Codemasters wohl da noch komplett dran, dass die das gemacht haben. Aber vielleicht ist jetzt nach Release dann tatsächlich EA dran oder so, ich weiß es nicht genau. Also, wir sind aktuell bei der Patch-Version 1.07. Mhm. Und wenn ich mir mal so die Update-Liste angucke, dann ist sie nicht unbedingt klein. Und dann gehe ich davon aus, dass auch solche Bugs, wie wir im Qualifying hatten, dass die auch mal behoben werden. Mal im Qualifying nochmal. Ja, das mit, dass die zum Beispiel nebeneinander fahren. Ach, das ja. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns
dem Auto vor uns auch bis zu 10 Wagenlängen mehr. Ja. Es ist irgendwie traurig. Bisher muss ich ganz ehrlich sagen, F1 2020 war da besser. Ja. Safety Car kommt. Hatte zwar auch Bugs, aber bei weitem nicht so viel. Wir uns wieder für das Rennen bereit. Ja. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass und ich meine, klar, es sind auch immer noch Bugs bei dem Spiel da, aber Safety Car kommt in dieser Runde rein. Das ist ein Spiel. Also es gibt kein Spiel, das bugfrei ist. Beim Release. Aber bei Formel 1 2020 hat man zumindest noch gemerkt, wenn irgendwelche Bugs behoben wurden. Da wurden überhaupt welche behoben. Ich habe das Gefühl, hier tut sich gar nichts. Ja. Okay, ich kann es ja mal gerade ganz kurz. Ich wechsle mal ganz kurz auf den Bildschirm. Die Leute, die das Spiel nicht haben. Nein! Ach Mann, es ist jedes Mal nach dem scheiß Safety Car! Ach! Das ist hier eine riesen lange. Ja, das ist mit der Vorschau. Okay. Das ist Mann! Hier eine riesen lange Liste, wo man sehen kann. Das ist jetzt hier, das ist egal, aber. Hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, ja. 15, 20 Punkte. Bei der 1 sieht nur 7 auch. Also. Es ist halt. Och, hör doch jetzt mal auf, dich zu drehen, ey. Ganz im Ernst. Was ist denn jetzt schon wieder los? Alter, wie kann mein Reifen jetzt wieder bei 30% sein schon? Wie kann das sein? Ich habe nur auf dem Hinterreifen so krasse Abnutzung. In jeder Kurve kommt irgendwie 1-2% dazu. Das kann doch nicht wahr sein. Das stimmt doch irgendwas einfach nicht. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich Formel 1 2021 empfehlen kann, würde ich sagen, nein. Nein, kauf dir den Vorgänger. Richtig. Also ich weiß nicht, was das Spiel. Ich glaube, das Spiel kostet im Moment. Moment. Ich guck mal auf. Zu mal viel. Ich guck mal auf Steam direkt hier. Ja, jetzt bin ich über den Körper gerumpelt. Mann, ja genau. Jetzt habe ich mir noch den Flügel angeknackst. Nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Komm, geh kaputt. Mann, dieses Spiel ist einfach Frust pur, von vorne bis hinten, ey. Rechne mit etwas Regen in ungefähr. Nein, ich rechne mit gar keinem Regen, fick dich. 60 Euro endlich kaputt, ey. Mein Gott, warum habe ich jetzt auf einmal einen Panzer? Der scheiß Flügel fliegt ab, wenn man dran pustet. Aber das Rad kriege ich nicht weg, oder was? Geh doch jetzt endlich kaputt, du Crap-Karre. Ich hab gleich eher. Bevor ich die Kiste kaputt kriege, habe ich einen Reifenplatzer hinten. Ja. Hä? Hä? Der Reifen war doch schon halb ab. Alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Alter, jetzt geh kaputt. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Alter, willst du mich verarschen? Komm, ich fahre jetzt in die Gegenrichtung, weil ich eben disqualifiziert ist. Oh, okay. Die Frage ist, wenn du überhaupt noch fahren kannst bei den Temperaturen. Wir machen doch gleich noch Wreckfest, oder? Ich spiele mich schon mal darauf ein. Oh. Ah. Oh. Ja. Einfach zum Kotzen. Wir werden mit diesem Spiel nicht warm. Es ist irgendwie einfach. In jeder Folge kriegst du genug Bugs mit. Es ist nervig. Sind aber zu viele Bugs.
die meiner Meinung nach offensichtlich sind. Also, ich weiß halt nicht, wie das im Singleplayer ist, wie die im Sing ob die Das im weiß ich auch Singleplayer. nicht, aber es ist mir auch egal, weil man muss es auch im Multiplayer vernünftig spielen können. Richtig. Jetzt habe ich schon wieder mit F10 die Aufnahme beendet. Spielt überhaupt keine Rolle, ob das im Singleplayer besser funktioniert oder nicht. Es muss im Multiplayer genauso funktionieren. Ja, richtig. Naja. Ja, mal gucken, was das noch wird. Ach, schlimmer geht's eigentlich kaum noch. Naja, gut. Vielleicht ja beim nächsten Mal, wer weiß. Dann wird's bestimmt gutes Rennen. Ja. Hat eigentlich einer von uns jetzt schon ein einziges beendet? Ich glaube nicht, oder? Nein, ich glaube nicht. Nice. Was fahren wir Bin denn beim mir zwar nächsten auch. Mal? Ich glaube, es geht bergauf, zumindest was Strecken angeht, ne? Glaube ja. Kanada. Kanada wird doch bestimmt Premium. Ja, ich hoffe es. Wobei, da habe ich mich im Vorgänger schon immer nur weggedreht, weil ich da irgendwie konstant nur übersteuern hatte. Mal gucken. Naja, gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, eine Tabelle blende ich irgendwann mal ein, wenn wir auch mal Punkte holen. Im Moment sind wir da einfach ganz unten. Moment, ja, ich wollte gerade sagen, im Moment die unter sind. ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.